Hi, ich bin Sonja und ich zeige jetzt, wie man Kontaktlinsen richtig aufsetzt. Zuallererst wasche ich mir gründlich die Hände und trockne sie mit einem sauberen Tuch ab. Hygiene im Umgang mit Kontaktlinsen ist besonders wichtig, da die Augen sehr empfindlich sind. Außerdem achte ich darauf, keine Fussel an den Fingern zu haben, damit diese beim Aufsetzen nicht ins Auge gelangen. Jetzt kann's losgehen. Die Kontaktlinse entnehme ich mit der Fingerkuppe. Dabei achte ich darauf, sie nicht mit meinen Fingernägeln zu beschädigen. Jetzt kontrolliere ich nochmal, ob die Kontaktlinse unversehrt ist und ob sie zum Aufsetzen richtig liegt. Dann ähnelt sie einer Suppenschüssel. Sieht sie eher aus wie ein Teller mit nach außen gewölbten Rändern? Dann drehe ich sie noch einmal um. Vor einem Spiegel führe ich meinen Zeigefinger mit der Kontaktlinse auf der Kuppe zum Auge, ziehe mit dem Mittelfinger der gleichen Hand das Unterlid nach unten und mit der anderen Hand das Oberlid nach oben. Dann setze ich die Kontaktlinse vorsichtig auf das Auge und schaue nach links und rechts, damit sich die Kontaktlinse richtig positioniert. Nach ein paar Mal Blinzeln setze ich die andere Kontaktlinse auf. Es ist völlig normal, wenn das alles nicht sofort leicht von der Hand geht. Aber mit etwas Übung gewöhnt man sich schnell daran. Kleiner Tipp: immer mit dem gleichen Auge beginnen, um die Sehstärken nicht zu verwechseln. Augen-Make-up trage ich immer erst nach dem Aufsetzen auf, um Verunreinigungen unter der Kontaktlinse zu vermeiden. Falls die Kontaktlinse sich auf dem Auge unangenehm anfühlt, kann sie verschmutzt, defekt oder falsch aufgesetzt sein. Dann nehme ich die Kontaktlinse vom Auge, spüle sie mit Kochsalz oder Kombilösung ab, bevor ich es noch einmal versuche. Ein leichtes Fremdkörpergefühl ist zu Beginn ganz normal. Aber mit der Zeit verschwindet das. Noch Fragen? Einfach online oder in der Niederlassung vorbeischauen. Wir bei Fielmann helfen gern weiter.